Gestern gab es in der Anne-Will-Sendung zum Thema Heizung und Sanierungszwang einen Eklat. Und zwar hat die Bundesbauministerin Klara Gelwitz von der SPD vor laufender Kamera erklärt, dass wir Bundesbürger, die gerne zum Beispiel weiterhin mit Öl- und Gasheizungen auch heizen wollen, einfach nicht vernünftig rechnen und Investitionsentscheidungen treffen können und dass der von der Ampelkoalition eingeschlagene Weg der Planwirtschaft sehr viel sinnvoller ist. Hört mal selbst rein. Die Lösung, nichts zu tun, weil wir uns alle aufregen, weil sich was ändert, das ist leider die allerteuerste, auch für die von Herrn Söder zu beschützenden Eigenheimbesitzer. Weil wenn die jetzt investieren in Gas- und Ölheizung, dann werden die 27, 28 verdammt sauer sein auf alle Politiker, die ihnen heute nicht klipp und klar gesagt haben, du investierst in eine Technik, die Heizen für dich in den 27, 28 extrem teuer machen wird. Was das im übertragenen Sinn bedeutet, ist also, ihr, liebe Bürger da draußen, den man ja noch 2019 und so weiter damals ja geraten hat in der Politik, dass man ja die schönen Biogasheizungen und so weiter einbauen sollte. Ja? Viele Leute in Deutschland haben ja in den vergangenen Jahren extra eine neue effiziente Gasheizung eingebaut, weil es ja damals hieß, erstens, Biogas ist total im Kommen und so weiter und vor allem, dass die modernen Gasheizungen eben extrem viel Effizienz haben und somit eben auch jede Menge an Kosten einsparen und eben auch besser fürs Klima sind als irgendwelche älteren Ölheizungen und so. Das heißt, viele Leute in Deutschland, die auf der Politik von noch vor einigen Jahren gehört haben und sich eine Gasheizung eingebaut haben, die sollen jetzt also abermals auf die Politik hören und genau eben jene Gasheizungen dann eben eintauschen gegen eine Wärmepumpe, weil hier ne, Planwirtschaftsministerin Klara Gelwitz weiß natürlich genau Bescheid und das ist auch die typische Art und Weise, wie in der Planwirtschaft immer auch gedacht wird. Hey, passt mal auf, das sind Technologien, die ihr nicht so gut bewerten und beurteilen könnt, aber wir in der Politik und unseren Experten schon. Wir wissen besser, was sich für euch rechnet und deswegen müsst ihr jetzt umtauschen, weil sonst werdet ihr 2027, 28 und so weiter wegen den gestiegenen Gaspreisen und wegen den steigenden Zertifikatepreisen und so weiter dann eben noch viel mehr zahlen. Das Dumme ist nur, dass eine Sache hier nicht berücksichtigt wird und zwar, wenn ich erstmal einen massiven Verlust auf meine Immobilieninvestition habe aufgrund von sinkender Preise, die aktuell eben nun mal auch fallen, wenn ich weiterhin extrem gestiegene Kosten für den Um- und Einbau für solch eine Heizung in Kombination mit der Dämmung, in Kombination mit Fußbodenheizung und anderen Sanierungszwängen, die dann noch über die EU durchgedrückt werden, wenn ich mir das gar nicht mehr erst leisten kann und ich vorher die Immobilie verkaufen muss, dann komme ich nie in den Genuss, diesen günstigen, tollen Kohlestrom durch die Wärmepumpe zu nutzen, um damit effizient und so klimatoll zu heizen. Und das ist genau das, was die meisten Bürger eben sehr wohl rechnen können, weil es hier nämlich um ihr eigenes Geld geht. Und es gibt eine Sonderheit in der Mathematik. Und zwar müsste man das mal wissenschaftlich analysieren. Und zwar immer dann, wenn es ums eigene Geld geht, kann man auf einmal sehr viel besser rechnen, als wenn man mit dem Geld von anderen Menschen für andere Menschen etwas zu entscheiden hat. Und das ist die erste sehr fragwürdige Aussage, die ich hier in dieser Sendung gesehen habe. Aber es geht sogar noch weiter. Und erinnert ihr euch vielleicht noch ans Video von gestern über die Clanwirtschaft und so weiter? Und ich glaube tatsächlich, dass wir hier einen enormen Einfluss gerade von der Wärmepumpenlobby haben auf die Politik, was auch die Gesetzgebung und so weiter betrifft. Und das war von mir jetzt schon in letzter Zeit eine Vermutung, die ich immer wieder hatte. Und das wurde jetzt vor laufender Kamera sogar von Klara Gelwitz bestätigt. Hört einfach mal selber rein, wo hier in der Sendung auch vorgeworfen wird, dass beispielsweise diese neuen Wärmepumpenheizen jetzt extrem teuer werden, die Preise gerade nicht sinken und dass auch, das wird dann auch von Spahn noch mit eingeworfen in der Diskussion gleich,
dass man eben es jetzt mit der Brechstange macht? Und warum macht man diesen Zwang, dass es jetzt schon ab nächstem Jahr, ab 2024 unbedingt sein muss? Hört mal rein, jetzt wird's richtig spannend. Wir werden Hunderttausende von Wärmepumpen zusätzlich für den deutschen Eigentümer haben. Wir haben Hochlauf auch verabredet. Warum warten wir denn da nicht das eine Jahr? Aber weil das jetzt passiert. Wenn Sie selber feststellen, wir haben Mangel in diesem Jahr, warum dann jetzt mit der Brechstange? Sie wissen, dass es die Preise treibt. Sie wissen, dass Mangel ist. Sie sagen es selber. Und dann machen Sie mit der Brechstange. Die deutsche Heizungsindustrie hat mir auf der Leitmesse in Frankfurt gesagt, Frau Geiwitz, wir investieren Milliarden. Bosch investiert Milliarden, Fiesmann, alle anderen. Weil wir, wenn wir nicht aufpassen, wird die deutsche, sehr leistungsstarke Heizungsindustrie verdrängt von asiatischen Wärmepumpenherstellern. Und wir haben gesagt, eine Sache brauchen wir brauchen jetzt Planungssicherheit und halten Sie bitte an dem Datum 1.1.24 fest, unsere Milliardeninvestitionen von Mittelständlern fußen auf diesem Datum. Das heißt, es ist nicht leichtfertig, einmal zu sagen, dann warten wir und wir machen es ein Jahr später. Wir sind im internationalen Wettbewerb. Die Wärmepumpenhersteller aus Asien, aus Amerika, die kommen aus der ganzen Klimatechnik und die haben einen gewissen Vorsprung. Wenn wir jetzt nicht investieren, kann uns das Ähnliche drohen wie beim Auto, dass wir uns anstrengen müssen, um noch Anschluss zu haben. Aha, es war also die Wärmepumpenindustrie, also die ganzen Unternehmen, die jetzt gewarnt haben. Passt mal auf, wenn wir jetzt also nicht dieses Datum 2024 wählen und somit auch eben sich unsere Milliardeninvestitionen lohnen, indem wir jetzt einfach in einer extremen Mangellage zu einem extrem hohen Preis den Leuten diese Wärmepumpen verkaufen können, die dann trotzdem natürlich extrem lange Lieferzeiten haben werden. Deswegen müssen wir es doch jetzt als Anfang 2024 machen. Und somit macht die Politik wieder das, was sie immer macht. Sie gibt den einen Teil der Industrie extreme Vorteile und gleichzeitig den ganzen Rest der Wirtschaft extreme Nachteile. Und ich meine, hieß es nicht mal irgendwann, David Ricardo, komparative Kostenvorteile und so. Und das ist der Vorteil der Weltwirtschaft ist, dass der Bürger sich selbst aus unterschiedlichen Anbietern auswählen kann, was er für Produkte haben möchte. Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich jetzt mal zum Beispiel hier mein Smartphone raushole, ne, da muss ich jetzt sagen, ich hatte jetzt zum Beispiel schon die letzten 4 Jahre hier ein Huawei-Handy, ne? Auch ein chinesisches Handy. Und ich finde es eigentlich ziemlich gut, dass ich wählen kann, ob ich jetzt zum Beispiel von Samsung oder von Sony oder von iPhone, also von Apple oder eben von chinesischen, so wie Xiaomi oder Huawei oder so. Ich finde es cool, wenn ich mir selber anhand meiner eigenen Überzeugung und anhand meiner eigenen Recherche aussuchen kann, welches Smartphone ich mir kaufe. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste jetzt einen deutschen Smartphone-Hersteller irgendwie hier nutzen, dann weiß ich gar nicht, es gibt glaube ich nicht mal einen. Ja? Also bin ich sehr froh, dass es einen internationalen Wettbewerb gibt. Also wer schreibt mir jetzt vor, dass ich unbedingt eine deutsche Wärmepumpe von Bosch oder so kaufen muss? Hier die auf Mallorca von uns, die laufen ja mit Daikin, also eine japanische Firma. Und ey, hey, ganz ehrlich, ne? Wir als Bürger, wir sollten ja wohl selber entscheiden können, was für uns die beste Wärmepumpe ist. Und dass man jetzt hier einseitig diese Industrie bevorteilt, zeigt doch, wie hoch der Lobby-Einfluss der Wärmepumpenindustrie aktuell in Deutschland ist und dass man hier anscheinend maßgeblich mit beteiligt war, nicht nur an der Gesetzgebung selbst, sondern sogar auch noch am Timing, dass das jetzt so, wie Spahn in diesem Punkt zu Recht sagt, mit der Brechstange durchgedrückt bekommt und der Bürger am Ende hier also für diese Monopolstellung natürlich mehr Geld zahlt, als er eigentlich auf einem freien Markt müsste. Also das ist nichts Geringeres als genau diese Bestätigung für die Vermutung, die ich in den letzten Wochen hatte, dass hier einfach ein hoher Lobby-Einfluss seitens der Wärmepumpenindustrie aktuell besteht und wir jetzt am Ende halt einfach sehr viel mehr zahlen sollen, als wir eigentlich müssten.